Ahoi Leute, Dark Phoenix hier. Heute zeige ich euch mein Monk Farm Bild. Und zwar fangen wir mit dem Linksklick an. Da habe ich Donnerfäuste mit der Rune Donnerknall. Damit teleportieren wir uns zu den Gegnern und können die Gegner auch zurückstoßen. Auf Rechtsklick habe ich Schlag der 7 Fäuste mit der Rune Schlag der 1000 Fäuste, was die Faustschläge nochmal erhöht. Während wir angreifen, sind wir halt immun gegen andere Angriffe und kriegen dann halt mehr Energie und können uns in der Zeit in Ruhe heilen. Ja, zur Verteidigung habe ich hier Odem des Himmels, heilt uns und Verbündete in unserer Nähe und mit gleißenden Zorn erhöhen wir unseren verursachten Schaden nochmal für eine kurze Zeit. Auf Fokus habe ich den mystischen Verbündeten, den Luftverbündeten. Dadurch kriegen wir nochmal Geisteskraft für jeden Angriff, den unser Verbündeter macht, oder zumindest haben wir die Chance da drauf. Ja, auf der 3 habe ich reißender Wind. Damit kriegen wir so einen Wind, der Gegnern in den Nähen Schaden zufügt und das können wir bis auf 5 hochstacken mit jedem kritischen Treffer. Ja, als Rune Zyklon, das erzeugt nochmal zusätzlich so kleine Blitzwirbelstürme. Ja, der durch jeden kritischen Treffer halt erzeugt wird. Deswegen brauchen wir viel Crit-Chance. So, Mantra habe ich, Mantra der Heilung, was nochmal die Lebensregeneration von uns und unseren Verbündeten erhöht. Und mit der Rune Zeiten der Not haben wir auch noch Widerstände gegen alle Schadensarten mehr. So, passiv habe ich eins mit der Welt, was unsere Elementarwiderstände erhöht. Also alle Elementarwiderstände sind so hoch wie der höchste Elementarwiderstand. Dann haben wir hier die Gelegenheit beim Shop verpacken, was unseren Rüstungswert nochmal um 50% unserer Geschicklichkeit erhöht. Und ich habe jetzt hier noch den sechsten Sinn, was unsere Ausweichchance um 30% erhöht. Um 30% der kritischen Trefferchance. Ja. Was kann man dazu sagen? Was ihr an Equip braucht, ist auf jeden Fall, dass ihr Crit-Chance drauf habt, ordentlich. So viel wie geht, ja. Auf den Waffen braucht ihr am besten erhöhte Regeneration von Geisteskraft und Geisteskraft pro Leben pro verbrauchter Geisteskraft. Da habe ich jetzt mal die Shenlong-Fäuste genommen. So mehr oder weniger gute, was nochmal die Geschicklichkeit um 130 erhöht, die Regeneration von Geisteskraft und wir verschießen manchmal so eine komische, schwule Kugel. Hier habe ich jetzt Innas grenzenlose Weite drin, wo ich mich gerade Richtung den vierten Z-Bonus vorarbeiten möchte. Da würde auch nochmal 10 Leben pro verbrauchter Geisteskraft kriegen und der reißende Wind kostete 70 Geisteskraft weniger. Was dann auch natürlich praktisch ist, wenn wir das mal irgendwann zusammengekriegt haben. Ja, worauf ihr achten solltet, ist, dass ihr auf jeden Fall Geschicklichkeit drauf habt. Eine kritische Trefferchance, wo es halt geht. Ja, und jetzt mal zu den Items. Also, ihr könnt bei dem Mönch durch die Fähigkeit hier, sagt doch mal, eins mit der Welt, könnt ihr euch eure Elementarwiderstände nochmal erhöhen. Wir sehen jetzt hier, dass alle 659 haben, die ganzen Widerstände. Das ist einfach nur dadurch, weil ich jetzt. Wo habe ich es denn jetzt? Ich arbeite mich bei Feuerwiderstand hoch, sprich, ich habe jetzt hier 50 Feuerwiderstand. Und das erhöht dann bei den ganzen anderen Widerständen auch alles um 50. Sprich, wenn Feuerwiderstand der höchste ist. Ja, deswegen würde ich bei der Rüstung aufpassen, dass ihr überall auf jedem Rüstungsteil denselben Widerstand habt, sprich Feuerwiderstand. Und wenn ihr dann noch genug Kohle habt, macht ihr einfach nochmal Widerstände gegen alle Schadensarten, was das Ganze dann nochmal hochpusht. Ja, wir haben jetzt hier eine Ausweichchance von 45%, also sprich, wir weichen fast jedem zweiten Angriff aus. Mit mehr Geschicklichkeit hätten wir noch mehr Ausweichchance. Mit mehr kritische Trefferchance. Ich habe jetzt nur 25. Ja, und jetzt zeige ich euch doch mal, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert mit dem Charakter. Und zwar sind wir jetzt auf den Schlachtfeldern und latschen hier mal so ein bisschen durch die Gegend, bis wir so ein paar Gegner finden. Ein paar genug Gegner. Klappt alles noch nicht so, wie es soll. Meine Fresse. So, wir stacken jetzt erstmal den reißenden Wind auf 5 hoch. Und da kommen auch schon die ersten Wirbel. Damit machen wir halt Schaden auf alle Gegner in unserem Umkreis.
Und dadurch laufen wir halt auch wesentlich schneller durch die Weltgeschichte hier. So, hier haben wir auch schon mal unsere ersten Elite-Gegner. Dann heilen wir uns gerade mal. So, hier haben wir jetzt den Schlag der 1000 Fäuste oder der 7 Fäuste. Mit der Rune Schlag der 1000 Fäuste. Ja, und so leicht geht das Ganze. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. So lauft ihr mit dem Mönch am schnellsten durch die Gegend. Wenn ihr irgendwann mal Interesse habt, was für eine Farmroute ich benutze zum Legendaries Farm und Paragon Level Farm, schreibt das einfach in die Kommentare, dann mache ich doch mal ein Video, wenn ich genug Anfragen darauf habe. So, die Elite-Gegner machen wir hier gerade noch platt. Ihr müsst halt dafür sorgen, dass ihr möglichst viel Crit-Chance habt, damit ihr mehr von diesen Wirbeln macht, die ich gerade nicht mache, weil ich nicht genug Crit-Chance habe. Aber sonst läuft das eigentlich ganz flott hier. Ja, wenn euch das Video geholfen hat oder gefallen hat, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf den neuesten Stand seid, was irgendwelche Farmrouten angeht oder neue Charakterbuilds. Schaut euch auch meine anderen Videos an und schreibt mir doch einfach mal ein Feedback in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, Leute. Ciao!